Hey Leute, was geht ab und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video heute auf diesem Kanal, sofort und gleich. Und ja Leute, als erstes blende ich euch jetzt mal Kommentare an. Und zwar, der erste Kommentar kommt von Daniel Hildebrand. Cooles Video, mal wieder. Freue mich schon auf den nächsten Stream. Hashtag Hellgame. Kommentar, Daniel. Machen wir mit dem nächsten Kommentar weiter, und zwar ist das von David Meyer 1. Ihr seid die Besten und ihr seid lustig. Auch danke an dein für den nächsten Kommentar von König 56. Mega geil gemacht, echt Respekt. Auch danke an dich. Das war heute der letzte Kommentar, den wir eingeblendet haben. Und nun kommen wir zum Videothema. Im heutigen Thema geht es um die schwere Sniper, wie ihr auch im Hintergrund seht. Und zwar geht es um die Barrett M82. Also die wurde nach der echten Waffe quasi gebaut. Und zwar hat diese Barrett M82 ein paar Funktionen, die normale Waffen nicht hat. Also eine Funktion hauptsächlich. Und zwar, erstens, sie kann durch Wände schießen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man durch Wände gucken kann. Aber sie kann auf jeden Fall durch Wände schießen. Sie macht insgesamt 157 Body-Schaden. Also wenn ihr den Gegner am Körper trefft, dann macht die Waffe anscheinend 157 Schaden. Wenn ihr einen Headshot trefft, dann anscheinend 300. Ja, dann der Nachteil, der riesen Nachteil dieser Waffe. 4 Sekunden Ladezeit oder sogar manchmal, also ich bin mir nicht genau sicher, ob 4 Sekunden oder über 4 Sekunden. Auf jeden Fall mega, mega lange Ladezeit. Aber dafür, dass sie durch Wände schießen kann, ist sie echt, echt gut. Als nächstes haben wir dann eigentlich schon mal nichts mehr. Und das ist eigentlich nur diese Update-News. Wir wissen noch nicht. Keiner weiß bis jetzt, wann sie rauskommt. Sie wurde auf jeden Fall in den Codes gefunden von Epic Games, also von Fortnite. Man hat ja immer diesen Ort und da kann man ja Codes rausfischen. Und da wurde auch rausgefischt, dass man anscheinend diese Waffe bald im Spiel sehen wird. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und Kommentar freuen. Bis dahin. Haut noch rein und süß. Ciao.